Willkommen! In diesem Video lernen Sie die Grundzüge der Biografie von Paul Heymann in ihren Grundzügen kennen und werden dabei auf einige grundlegende Begriffe und Konzepte seiner Didaktik hingewiesen. Dabei steht seine Vita ebenso vor Augen wie die wichtigsten Konzepte der Berliner Schule, der Didaktik, die er gemeinsam mit seinen Assistenten begründete. Paul Heymann wird in der Geschichte der Pädagogik der Berliner Schule zugerechnet. Diese Schule entwickelte er an der Pädagogischen Hochschule West-Berlin und stellte dabei ein alltagsnahes und an der konkreten Unterrichtspraxis orientiertes didaktisches Modell, das den praktischen Bedürfnissen der Lehrerinnen und Lehrerausbildung angemessen sein sollte, in den Mittelpunkt. So führte die Pädagogische Hochschule Berlin unter Heymann eine eigene Praxisphase, die Didaktikum genannt wurde, am Ende des Pädagogikstudiums ein. Paul Heymann selbst wurde am 16. März 1901 in Mittenwalde in Schlesien geboren. Er studierte in Breslau Pädagogik und Slawistik sowie Wirtschaftswissenschaften an der Handelshochschule Berlin. Dabei interessierte er sich auch für Fragen der Ästhetik, insbesondere für das Theater. Von ca. 1930 bis 1943 arbeitete er als Lehrer, wurde dann eingezogen und geriet in französische Kriegsgefangenschaft. Nach 1946 arbeitete er zunächst als Russischdozent und als Redakteur der Zeitschrift Pädagogik, woraufhin er 1947 Dozent an der Pädagogischen Hochschule in West-Berlin wurde. Dort forschte er vor allem zur sowjetischen Schul- und Unterrichtstheorie. Diese Forschung setzte er in die Konzeption des Praktikums in der Lehramtsausbildung um. Dabei ging es ihm vor allem um eine Theoriebildung, die dazu geeignet ist, die praktische Umsetzung anzuleiten. Darüber hinaus führte er empirische Studien durch, auch zur Bedeutung der Massenmedien. Da der in den 1950er Jahren dominante Bildungsbegriff nicht dazu taugte, empirische Studien zu orientieren, rückte Heymann den Lernbegriff in den Mittelpunkt seiner Arbeiten. 1962 erschien die Arbeit Didaktik als Theorie und Lehre, die als Begründungsschrift der Berliner Didaktik gilt. Heymann rückt in seinen Arbeiten nach 1945 mit allem Nachdruck die Ausbildung des demokratischen Lehrers in den Mittelpunkt. Er greift dabei jedoch nicht auf den Ansatz von Dewey zurück, sondern auf die russische Schule und insbesondere auf die Ausbildung am Potemkin-Institut in Moskau, in der Theorie und Praxis eng aufeinander bezogen waren. Entscheidend für die Didaktik von Paul Heymann ist die Orientierung am Lernbegriff. Heymann ersetzte dabei den Bildungsbegriff durch den des Lernens, weil der Begriff des Lernens empirisch leichter zu fassen sei. Dabei betonte er auch, dass die sozialen und ökonomischen Ausgangslagen der Lernenden stark einbezogen werden müssen. Die anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen der Lernenden wurden von Heymann interdependent in die Unterrichtsplanung im Sinne einer Strukturanalyse einbezogen. Hinsichtlich der Geschichte der Medienpädagogik ist hervorzuheben, dass Heymann bereits sehr früh die Medien Film, Rundfunk und Fernsehen im Rahmen der Mediendidaktik explizit berücksichtigte. Technische Medien waren ihm eminente Bildungsmächte der Gegenwartskultur, weshalb er als einer der ersten Medienpädagogen der Bundesrepublik gelten kann. Darüber hinaus war Heymann im Sinne seiner wissenschaftlichen Ausrichtung auch gesellschaftspolitisch sehr aktiv. Politisch war er einer der ersten Wortführer der Gesamtschule, ein Konzept, das vor allem durch den Vergleich des deutschen Bildungssystems mit dem Bildungssystem der Sowjetunion entwickelt wurde. Demgemäß war er auch Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Neben seiner Hochschultätigkeit wirkte Heymann in zahlreichen Forschungs- und Informationsstätten mit. Er war unter anderem 8 Jahre lang Mitglied des SFB-Rundfunkrats und Mitglied der Kuratorien des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht sowie der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin.
Paul Heymann lebte vom 16. März 1901 bis zum 30. Juni 1967. Er studierte in Berlin Pädagogik, Slawistik und Wirtschaftswissenschaften und interessierte sich dabei auch nachdrücklich für Fragen der Ästhetik. Zwischen 1930 und 1943 arbeitete er als Lehrer, wurde dann eingezogen und geriet in französische Kriegsgefangenschaft, in der er ebenfalls in verschiedenen Bildungsstätten tätig war. Nach seiner Heimkehr wurde er Dozent an der Pädagogischen Hochschule in West-Berlin, wo er sich maßgeblich am Aufbau der Berliner Schule der Didaktik beteiligte. 1953 wird er in Berlin zum Professor ernannt. 1962 erscheint dann seine Arbeit Didaktik als Theorie und Lehre, die als Gründungsdokument des Berliner Ansatzes in der Didaktik gelten kann. 1967 stirbt Paul Heymann. Entscheidend für den Ansatz der Berliner Schule ist die Ersetzung des Bildungsbegriffs durch den Lernbegriff. Dabei ist Heymanns Lernbegriff nachdrücklich an der Unterrichtspraxis orientiert und berücksichtigt die anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen der Lernenden, die interdependent in die Unterrichtsplanung im Sinne einer Strukturanalyse einbezogen werden. Wichtig ist dabei auch die von Heymann geforderte Demokratisierung des Lehrenden, die vor allem nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus auf einen demokratischen Lehrer abzielte. Für die Medienpädagogik ist auch der Umstand von großem Interesse, dass Heymann sehr früh Film, Funk und Fernsehen als technische Medien und Produktionsbedingungen auf den Unterricht bezogen hat. Dabei verglich Heymann das deutsche Bildungssystem immer wieder mit jenem der Sowjetunion und forderte deshalb als einer der ersten deutschen Pädagogen die Gesamtschule. Aus all diesen Positionen resultierte auch das breite gesellschaftspolitische Engagement Heymanns, der unter anderem Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft war. Paul Heymanns Biografie ist politisch und wissenschaftlich insofern von großer Bedeutung, als mit ihm die sozioökonomische Analyse von Lernenden und Lehrenden im Rahmen von Didaktik und Pädagogik in den Mittelpunkt rückt. Heymann zielt so nicht nur auf eine formale Demokratisierung des Bildungssystems, sondern weist auch darauf hin, wie das Bildungssystem selbst soziale Unterschiede reproduziert. Durchaus marxistisch inspiriert, hat Heymann mit allem Nachdruck einen praktischen Lernbegriff an die Stelle des Bildungsbegriffs gerückt, um im Rahmen des Berliner Ansatzes die anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen der Unterrichtssituation beschreiben und verändern zu können. Heymann berücksichtigt dabei schon früh Medien wie Film, Funk und Fernsehen als Produktionsbedingungen und kann so als einer der ersten Medienpädagogen der Bundesrepublik gelten. Dabei griff er vor allem auf die russische Schule und die Ausbildung am Potemkin-Institut in Moskau zurück und forderte demgemäß als einer der ersten Pädagogen auch in der BRD eine Gesamtschule. Der Demokratisierung von Lehrenden und Lernenden sollte also auch eine sozioökonomische Nivellierung von Unterschieden entsprechen. Demgemäß war Heymann auch Zeit seines Lebens politisch aktiv und wirkte als Rundfunkrat, Kurator und Gewerkschafter auf unterschiedlichen Ebenen an der aktiven Veränderung und Demokratisierung des deutschen Bildungssystems mit.